Oh nein! You're the German Waschbär. Bist du der deutsche Waschbär? Es ist nicht der dänische Waschbär, es ist der deutsche. Er ist freundlich. Hatten wir Geschlechtsverkehr? Wir hatten Geschlechtsverkehr. Wunderbar, mein erstes Mal. Und ich glaube, ich war ziemlich gut. Was ist das? Hast du das gehört? Ich werde mal nachgucken. Da sind komische Geräusche im Wald. Ich befriedige dich später. Irgendwelche Geräusche kommen hier aus dem Wald. Oh mein Gott. Eine Schlange. Schaut euch das riesige Ding an. Es gibt eine gute Technik, um mit diesen Schlangen umzugehen. Schaut mal zu, aber macht das nicht zu Hause. Du bleibst besser hier. Das ist was für den Profi. Das ist eine ganz besondere Technik, um die Schlange zu töten. Right! That's a good technique to kill fucking snakes! Das war eine gute Technik, um die Schlange zu töten. It's deep in the ground. Sie ist tief im Boden. No chance, the fucking thing. Sie hatte keine Chance, das Scheißding. Schauen wir mal nach. It wasn't poisonous. Oh, sie war nicht mal giftig. Sie war freundlich. Sie war friedlich. Scheiß drauf. It must be somewhere over here. Come on. Take a look. Muss irgendwo hier sein. Hallo, Bär. Wer zum Teufel bist du? Ich bin Daniel Hafis und du wurdest heute in die erste Dschungelprüfung gewählt. Okay, I'm gonna play this. Na gut, ich werde das Spiel einfach mal mitspielen. Ich tue ihm einen Gefallen. Ich habe ja nichts zu verlieren. Bär, vor dir sind drei Dschungelgerichte, die du jetzt alle nacheinander aufessen musst. Das ist ja wunderbar. Ich habe sehr viel Hunger. So amazing wird das leider nicht, Bär, denn das sind alles Köstlichkeiten des Dschungels. I think me fucks a horse. Ich glaube, mich fickt ein Pferd. Da habe ich den ganzen Tag drauf gewartet. Du kannst die Prüfung jederzeit beenden mit den Worten, ich bin der Klaus, holt mich hier raus. Und wenn du weitere Fragen hast, dann kommt jetzt unser Dr. Bob. Hello, hallo Leute. Daniel, Bär. Bob Oldhouse, what's up, man? Hör zu, Bär, die Prüfung ist recht einfach. Du brauchst zum Beispiel keine Taucherbrille. Wichtig ist, dass du das Essen gut kaufst. Ansonsten könnte es vielleicht wieder hoch. Entschuldigung. So geht das nicht. Der Übersetzer vom Bär Grill, der schnärft mich ständig. Der fällt mir ins Wort. Könnten wir vielleicht das. Nur weil du meinst, einen Doktor zu synchronisieren? Besser als einen Psycho zu synchronisieren. Dr. Bobs Doktortitel ist ungefähr genauso echt wie die Tränen von Sami Slimani, als er die 1 Million Abonnentenmarke geknackt hat. Guck dir doch mal Bear Grylls an. Sein Englisch ist ungefähr genauso gut wie die Songs von One Direction. Ich würde sagen, dann ist sein Englisch absolut fantastisch und gänsehautreibend. Halt deine Fresse. Ich kann dein Gelaber nicht mehr hören. Ich gebe dir noch 2 Jahre in deinem Job. Dann ist Dr. Bob an Altersschwäche gestorben und du hast keinen Job mehr. Na und? Wenigstens fickt Dr. Bob keine Tiere. Jetzt reicht es mir. Ich bring dich um. Ich bring dich um, du Wichser! Nein! Tu's nicht! Hello? Hello? No translation? Alright. Best of luck. Bye. Thanks, Bob! Come on! Komm schon, fangen wir an! Ja, ich glaube, ich muss dich nicht fragen, ob du die Prüfung antreten willst. Deswegen öffne doch bitte das erste Gericht, was vor dir liegt. Bär, vor dir sind jetzt getrocknete Heuschrecken. Ich würde dir empfehlen, das. Amazing! Super, ich liebe sie! Ja, dann öffne doch bitte mal das nächste Gericht. Bär, das Gericht, was vor dir liegt, ist ein Haufen Kuhscheiße. Ich würde dir empfehlen, das. Good Protein! Wunderbare Proteine! Ja, das ist dann schon dein 2. Stern, Bär. Ich bin wirklich beeindruckt, wie du das machst. Wirklich Respekt. Und wenn du das nächste auch noch isst, dann hast du alle 3 Sterne fürs Camp geholt. Come on! Okay, zu guter Letzt, Bär, öffne doch bitte das letzte Gericht. Ja, lieber Bär, das letzte Gericht ist etwas kurz zermatschtes Menschengehirn und etwas Kotze von der letzten RTL Aftershow-Party. Yeah, I'm gonna eat this in a minute, but I think. Ich werde das gleiche essen, aber ich glaube, mein Kameramann fühlt sich nicht gut. Alles okay? Ich glaube, ihm ist schlecht geworden von all dem Essen. Nicht spucken! Nicht spucken! Nein, tu es nicht! Tja, wer kommt, der verliert alle Stimmen. Nicht spucken! Nicht spucken! Nein, nicht durch die Nase! Wir sehen uns nächsten Samstag wieder um 14 Uhr. Da schalten Sie wieder ein, dann kommt wieder mehr Kotze. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Nächsten Samstag um 14 Uhr kommt ein neues Video. Vielen Dank nochmal an Dr. Bob. Thanks, Bob! Und wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Tschüss! A horse! Nice to see you!
So ist es bei den Dreharbeiten. Da kommt einfach mal, in Dithmarschen ist es so, da kommt einfach mal ein Horst vorbei. Dankeschön.